Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Wir wollen hier raus. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Aus der alten Sowjetanlage. Aus unserem Gefängnis. Wollen wir entkommen. Und mal schauen, ob wir das schaffen. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Die Biege machen. Kämpfen sich durch Trinity-Basis zum alten Bahnhof. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Noch mehr Seiten aus Annas Tagebuch. Sie hat schon für Trinity gearbeitet, bevor wir uns kannten. Alles, was ich über sie weiß, ist eine Lüge. Arme Lara. Verdammt, ich muss hier raus. Gut, dann hier nochmal was. Karte aktualisiert. Neues Dokument und Wandgemäldepositionen enthüllt. Aha. Was heißt es für mich? Und warum geht sie... Scheiße, mein Controller spinnt ein bisschen. Sie geht von alleine immer nach links, obwohl ich das gar nicht mache. Das finde ich mal voll doof, dass zum Beispiel ich mache gar nichts. Oh Mann. Ich bewege mal meinen Controller in der Hoffnung, dass es dann aufhört. Nein, sie geht immer noch nach links. Ja, ich liebe das. Selbst wenn da irgendwie ein Körnchen runtergeraten sein sollte, dann weiß ich nicht, wie ich da rankommen soll. Oh, das wird noch blöd, wenn das nicht aufhört. Sie geht wieder nach links. Scheiße. Vor allem, wenn sie dabei immer nach links jetzt geht. Ich muss doch gleich kämpfen vielleicht. Hey, bleib mal stehen, Mädel. Scheiße. Okay. Wo ist die andere Seite da? Sehr schön. War hier noch was in den Schränken? Da ist noch was. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ja, und kommt noch was? Nein, Beobachter im Wald, Abzeichen, gut. Was gefunden, schön. Und ich kann das hier auch drehen. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. So. Genug? Oder kann ich noch? Nee. Okay. Oh oh. Scheiße. Nein! Shit. Ja, los. Du bist tot. Der ist doch tot, ne? Sturmgewehr. Neue Waffe erhalten. Okay, das wird jetzt lustig. Vor allem, weil sie immer so nach links geht. Ich habe hier noch mehr Herausforderungen, als ich eigentlich haben sollte. Oh. Ja, kommt ruhig alle her. Noch jemand? Nein.
Okay. Oh, 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 oh. Wo seid ihr denn alle? Da. Sie mit ihrem Links gehen, ey, das ist so doof. Sind sie alle lauter? Lebt ja immer noch. Du bist aber gut hier. Hör auf, nach links zu gehen, Lara. Das muss nicht sein. Das will ich gar nicht. Noch jemand, den ich vergessen habe? Noch irgendwas? Mittlere Maustaste halten, Sprengladung herstellen. Was muss ich denn tun, damit ich jetzt... Muss ich jetzt die Maus nehmen? Schrapnellgranaten. Aus Bechtausen können sie Schrapnellgranaten machen, die Feinde beim Aufbau bewegungsunfähig machen. Na dann. Na dann schnell hin. Nimm mit. Hast du alles? Den noch? Oh, nein! Ich wollte das ablegen. Heil dich mal. Mädel, heil dich mal. Oh, sie heilt sich nicht. Wegen diesem scheiß Linksgehen. Na komm. Geht doch. Ja, sie geht weiter nach links. Sie sieht es ja. Ich glaube, das war's hier erstmal. Gott sei Dank. Weil es echt ätzend ist hier mit meinem Controller gerade. Aber ich habe es ja noch gut hinbekommen. Ich meine, und ich muss rauskriegen, was die mittlere Maustaste bei mir auf dem Gamepad ist. Ich spiele ja mit Gamepad und das ist dann irgendwie eigentlich was anderes. Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wie ich denn diese Schrapnell-Dinger mache. Das ist das, das ist das. Das ist... Das, das ist das auch nicht. Vielleicht Dreieck? Oder nur das? Oder nur das? Oder nur das? Ich probiere mal alles aus gerade. Keine Ahnung, was die mittlere Maustaste sein soll. Keine Ahnung. Ja? Schön. Gut, dann haben wir das geschafft. Was liegt hier? Wir dringen weiter ins Tal vor.
Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Noch ein Teil von Annas Tagebuch. Sie glaubt wirklich an Konstantins Wahnvorstellungen. Ja, das sowieso anscheinend. Währenddessen versucht ja, an meinem Controller rumzufummeln, damit der mal geht. Und bin runtergefallen, aber das sollen wir auch. Ein Rucksack. Mein Rucksack, unser Rucksack, ihr Rucksack. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Aha. Ach, ich mochte dieses Kriechen ja schon immer im vorigen Teil. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledige ihn! Verdammt! Oh. Scheiße! Der Arme. Hast du's? Okay. Armer Jacob, wenn er denn unser Freund ist, aber ich glaube im Moment erstmal schon. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Okay, Basislager der Gulag sind wir jetzt angekommen. Wir kümmern uns mal um unsere Fähigkeiten als erstes diesmal. Und wir könnten alles. Alles kann immer verbessert werden. Was stand bei Jäger eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, was da noch gab. Pfeile wieder für den Atem. Kontrollieren Sie die zielfixiert für aufgeladene Bogenschüsse. Plünderer, holen Sie die Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Ist auch gut. Meister des Landes decken Sie mit Hilfe Ihrer Überlebensinstinkte exotische Tiere in der Nähe und finden Sie einen Aufenthalt. Das ist, glaube ich, nicht so wie die Naturforscher. Hören Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Herstellungsmittel, auch Überlebenskunst. Finesse, verdienen Sie Bonus-OP, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills, Tod von oben. Mhm, auch schön. Volltreffer, ein Kopftreffer-Anzeige erscheint über den Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 2 Pfeile auf 2 separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespanntem Bogen zoomen. Das ist natürlich auch gut. Ich nehme aber mal das Volltreffer. Ja. Da habe ich einfach mal Lust zu. So, was haben wir hier noch? Wir haben ja keine mehr, brauche ich auch nicht gucken. Das ist schön. Dann sind wir da jetzt auch besser geworden. Was haben wir im Inventar? Munition. Stellen Sie Munition und spezielle Munition her. Und Ausrüstung. Stellen Sie Ausrüstung her und sehen Sie sich alle Ausrüstungsteile an. So, was können wir machen? Tasche. Kompakter Fellbeutel, der die Speicherkapazität für Ressourcen erhöht. Dann machen wir das mal. Gegenstand hergestellt, Tasche. Aha. So, und jetzt kann ich mehr mit mir rumschleppen? Wahrscheinlich, ne? Hoffen wir mal. So, bei Waffen können wir auch was verbessern, und zwar das Sturmgewehr. Da können wir modifizierter Schlagbolzen machen. Der modifizierte Bolzen ermöglicht einen glatteren Auslösevorgang und eine höhere Schussfrequenz. Anwendbar bei allen Gewehren außer Repetiergewehren. Okay. Machen wir mal, was wir haben. Haben wir. Und ist erledigt. Wir wollen ja sowieso alles hinkriegen. Dann haben wir das auch.
hat sie jetzt eigentlich alles wieder, also bogenmäßig und so. Sie hat ja alles wieder eingesammelt scheinbar in der kurzen Zeit. Dann können wir ja mal auch ein anderes Outfit wieder mal anziehen. Why not? Gut, wir sind noch im Schnee. Vielleicht wäre die Whiteout-Jacke immer noch angemessen. Ich finde die anderen, also zum Beispiel hier die antike Vorhut, diese extra Sachen, die ich bekommen habe beim Vorbestellen, die sehen zwar cool aus, aber ich finde, die passen immer so gar nicht hier in die Zeit irgendwie. Der sibirische Waldhüter würde noch gehen hier. Dann nehmen wir mal das. Das hatten wir noch nicht. Grünes, langärmliches Shirt und eine leichte Taktikweste. Praktische Kleidung sowohl für Kunden als auch Kämpfe. Outfit-Bonus erhöht die Tragkapazität für jegliche Spezialmunition. Haben wir das mal genommen. Huch. Warum hat sie sich jetzt wieder ausgezogen? Habe ich das weggemacht aus Versehen? Nein, das sollst du anziehen. Genau. So, und jetzt zurück. Geht das nicht? Zieht sie sich das nicht an? Achso, wir können das nicht wegen, ich merke schon, weil da die Ressourcen irgendwie gebraucht werden, die wir nicht haben, ne? Oder sowas? Ah, okay, da braucht man diese extra Sachen hier, die hier unten stehen, die Kosten und was wir im Inventar haben. Macht nichts. Hier, dann haben wir noch das Sperber-Outfit. Das hatten wir ja schon an. Düdeldö. Geistweber. Vielleicht das? Aber das sieht halt... Na gut, sind wir mal einfach der Geistweber. Ach, Nachtschatten habe ich auch noch gar nicht gesehen. Hatte ich das überhaupt schon mal angeguckt? Nee. Da wäre eines sogar machbar von, aber egal. Wir nehmen mal Geistweber. Wir nehmen mal Geistweber, bitte. Huch. Ach, das kann man gar nicht voll... Nachtschatten hätte ich mir gerne mal angeguckt, wie es aussieht, aber wir bleiben dabei, Geistweber. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Das klingt doch toll. So, haben wir mal noch ein neues Outfit an und Schnellreise bitte einmal. Geht nicht. Warum kann ich das nicht machen? Nicht verfügbar, auch so. War jetzt auch eigentlich nur, um zu gucken, wo wir gerade sind. Schnelle Reise wollte ich gar nicht machen. So, sie geht immer noch nach links. Das ist Schitte. Kann ich da durch? Ja. Oh. Ja, Leute, wo seid ihr? Wo bin ich jetzt hier? Wo muss ich... Huch! Da ist noch einer. Shit. Ah, ich hab's mal nicht geschafft. Macht ja nichts. Mit ihrem blöden Linksgehen ist es auch kein Wunder. Aber wahrscheinlich hätte ich es auch ohne Linksgehen vielleicht nicht geschafft. Weiß ich nicht. Drücken Sie B, um zu kriegen, feindlichen Beschüssen. Ja, vielleicht sollte ich das auch nochmal mehr machen. War hier oben eigentlich noch irgendwas? Bevor ich wieder da durchgehe. Und überhaupt, ihre Gesundheit ist okay. Na gut, wir versuchen es nochmal. Ich werde ja hier direkt unter Beschuss genommen.
Tat weh, aber... Oh, ich dachte, ich habe ihn noch erwischt. Wo? Immer hinter mir, ne? Hör auf, nach links zu gehen. Nein! Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und beeilen. Scheiße. Ich wollte noch gerade weggehen und mich schnell heilen, sorry. Oh, das ist aber auch ein Schmuck mit meinem Controller gerade, Leute. Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Meine Fresse nochmal, was war das denn jetzt, ey? Ich habe jetzt so viele andere Läufe gebraucht. Ich musste das jetzt echt schneiden, wenn ich ehrlich bin. Bis ich so den Dreh raus hatte mit dem Heilen und alles so zeitgleich beachten, damit das funktioniert und meinem tollen Linksgehen, denn ich benutze ja gerade nichts. Das macht sie gerade von ganz allein. Oh, ich hasse das. Ich habe das manchmal einfach, dass mein Controller so spinnt. Entweder ist da dann was drunter in der Steuerung oder... Die Mechanik stimmt nicht, oder ich weiß auch nicht. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Wahnsinn. Und das alles mit dieser dusseligen Pistole, weil ich hatte ja auch keine Muni mehr. Und mich zeitgleich darum zu kümmern, von wegen... Oh ja, guck mal, da hätte ich auch schön draufballern können, ne? Auf das Ding. Sehe ich jetzt erst. Ja, Pech. Fehlen mir jetzt noch ein paar Leichen zum Einsammeln. Guck mal, hier kann ich auch noch mal hin. Mein lieber Schwan, was war denn das? Das war voll anstrengend. Musste mich sehr stark konzentrieren und ich hätte hier voll überall rumschießen können auf die Dinger. Dann hätte ich sie alle zeitgleich platt machen können. Guck mal, das... Ach, das Nest ist jetzt da unten, egal. Okay, okay. Wir haben es geschafft. Und ich kann hier... auch schön. Was einem alles so auffällt, was man so im Nachhinein machen kann. Aber ich habe mich so durchgeschlagen. Die schwierige Variante nehme ich mal an, als einfach irgendwo rauf zu ballern, wo man alle klein kriegt. Leute, wir sehen uns im nächsten Part und ich hoffe, dass ich dann hier nicht mehr so blöde gehe. Wobei, wenn ich jetzt im Anschluss wieder aufnehmen sollte, dann ja.
dann kann es natürlich sein, dass der Controller immer noch spinnt, so wie jetzt. Hör doch mal auf zu gehen, Lara. Ich will stehen bleiben. So, wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Bis dann.